Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und stehe hier auf dem Feld, wo wir unsere erste Mission im Ernten erledigt haben. Ich werde dann hier gleich das Stroh absammeln lassen, ganz klar. Und ich werde den Traktor jetzt hier losschicken, also den Abfahrer und den restlichen Weizen zur Mühle bringen. Ich denke mal, das wird ein bisschen Überschuss dabei geben und dann wird es ein wenig Geld in unserer Geldsäckel fließen, hoffe ich. Also werden wir mal gucken. Naja, viel ist es ja nicht mehr. Wie sieht das überhaupt aus mit der Mission? Abgeschlossen sehe ich bisher noch nichts. Ah ja, okay. Nee. Na, hoffentlich funktioniert es. Wenn wir den Rest jetzt abgeben, hoffentlich können wir abschließen. Wir sind hier auf der 104. Oh doch, das schaffen wir. Es ist fast. Da bleibt aber kein Überschuss, wie es aussieht. Das ist auf dieser Map wohl nicht so üblich, dass wir Überschuss haben, wie ich bemerke. Na, wir werden es sehen. Jedenfalls ist da nicht viel drin. Okay. Dann fahren wir weiter und bringen das weg. So. Und du gehst zur nächsten Mission. Okay, werden wir mal gucken, welches das war. Welches Feld? Die 73 war das. Okay, dann schicken wir den dann nachher gleich mal dahin. Aber ich werde erstmal einen Kurs machen für die 73. Dann kann er dort automatisch direkt anfangen. Achso, ich hätte ja schon können da drin bleiben. Also, ein Kurs für die 73 wird gebraucht. Das ist hier dieses Feld hier in der Mitte. Gut, okay. Das ist das Feld hier in der Mitte. Naja. So. Das lasse ich alles so. Obwohl hier die Enge. Ich gehe mal lieber auf 2. Sonst wird das hier wahrscheinlich. Naja, ich weiß es nicht. Oder wir können ja gucken. Wir können es ja verändern, wenn es nicht geht. Oder meistens wird es ja von selbst erledigt, von Courseplay. So, wir fangen auf dem Vorgewende an, ganz klar. Generieren wir mal. Naja, es ist möglich, dass hier in der Mitte was liegen bleibt, also stehen bleibt und gar nicht gemäht wird, aber der Rest funktioniert eventuell. Hier oben die Spitze könnte auch problematisch werden, was man jetzt leider hier nicht sehen kann. Man kann das leider nicht näher ranzoomen. Das funktioniert auf dieser Map nicht. Nur so, wie es jetzt ist. Okay, also, wir nehmen das mal so. 73 mit 14 Metern. Feld 73. So, und den Kurs, den werden wir direkt da reinpacken. Dreschen mit 14 Metern. So, okay. Zurück. Erster Wegpunkt ist richtig, ist alles drin. Wir brauchen jetzt also die 73. Da gehen wir hier. Nee, hier geht's auch nicht. Hier müssen wir hin. So, da ist die 73. Da kannst du dort dann direkt anfangen. So, und ich muss den Abfahrer abfangen. Der muss auch die Order kriegen für die 73. Du machst dein Ding hier, wunderbar. Unser neues Mitglied in der Familie der Maschinen. Ah, der ist noch auf dem Weg. Na ja, da bleiben wir mal dabei. Nutzt den, oder, ja. Es ist noch ein Stück hin, glaube ich, oder? Sind wir schon so weit vorne?
Ich warte mal noch die Kurve ab hier. Nee, es ist noch nicht hier. Es dauert noch einen Moment, bis wir ankommen. So, die Mühle ist in Sicht. Die Getreidemühle. Und dann, wenn er abgeladen hat, muss ich ihn kurz anhalten und das neue Feld eingeben. Wunderbar, wie das jetzt klappt. Ganz toll. Was? 90% für die 104 transportiert? Wieso nur 90%? Das waren doch schon 98. Komm, bleib erstmal stehen. Das gucke ich mir jetzt auch schon mal. Oder nee, du kriegst schon die Nummer. Von der 74. So. So, alles andere wie gehabt. Da wollte ich doch jetzt nochmal nachgucken. Es waren doch vorhin schon 98% von der 104. Das verstehe ich nicht. Das ganze Feld ist abgeerntet. Na, das ist ja nicht gut, wenn das so ist. Das sehr knapp bemessen auf dem Feld hier. Ja, ich lasse es mal so stehen. Ich will es ja sowieso noch nicht abrechnen. Ich will ja noch das Stroh sammeln, da komme ich schon auf mein Geld. Da wird jetzt aber natürlich vom nächsten Feld das dort angerechnet. Wir haben ja hier auf in dem Tal anscheinend nur Weizen. Die haben alle nur Weizen angebaut. Ich habe alles Aufträge, nur Weizen. Weizen, Weizen, Weizen. Ich staune. Hoffentlich ist das kein Fehler. Es ist doch eigentlich nicht schön. Ein bisschen mehr Vielfalt ist doch schon eigentlich gefragt. Ich will ja auch noch ein paar andere Sachen ernten, nicht nur Weizen. Naja. Schauen wir. Lass ich den mal fahren. Du bist hier fertig mit Sammeln. Ganz genau. Dann bringe du das mal. Machst du das? Nee, muss ich von Hand. Gut, dann nehmen wir dir den Kurs raus. Dann machen wir das halt von Hand, das letzte bisschen. Und dann schaffe ich dich zur 104. Und ich muss gucken, wo ich Stroh verkaufen kann. Dasselbe haben wir ja jetzt von unserem eigenen Feld hier genug Stroh. Aber hier ist noch was mitzunehmen, wie ich gerade sehe. Ach du lieber Himmel, der liegt da noch so viel rum. Also das heißt für mich nicht, du bist fertig. Echt nicht. Okay, gehen wir an. Da müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Das bleibt nicht hier liegen. Aber ich habe auch nicht geschwadet, ganz klar. Das kann doch hier nicht liegen bleiben, das ist viel zu viel. Jetzt fahren wir hier nochmal lang. Ja, ich werde mir hier irgendwann den Sammelwagen holen von Arthur. Mit den Ärmchen. Und dann kann man hier auch sauber alles aufsammeln. Stroh ist nun mal bares Geld und ja, wir haben nicht allzu viel Geld hier auf der Map bis jetzt. Also muss alles gesammelt werden. Alles. So, hier ist was stehen geblieben, das ist mir jetzt wurscht.
Kann dich eh nicht ändern, aber da vorne die Ecke, die räumen wir auch gleich mal aus. Dann damit ist auch noch was. Naja, das holen wir uns nachher alles. Ich hole mir das alles. Bis auf den letzten Zipfel, soweit das geht. Ich habe also nicht scharfe Ecken und Kanten gemacht. Ich habe weiche Ecken und Kanten gemacht. Was heißt hier Kanten? Gar keine Kanten, Ecken. Das sind Ecken, Maritzel. So, ich will das natürlich mitnehmen, was hier noch liegt. Dann müssen wir gut anfahren. Und da liegt noch ein Klecks rum. Wenn wir schon so etepetete sind, dann nehmen wir den natürlich auch noch mit. So. Fahre ich mal hier in der Mitte ruhig rüber. Da ist, wo die Reihen zu Ende waren, was liegen geblieben. So. Nee, das ist unser eigenes Feld und das muss richtig sauber abgefahren werden. Und der Striegel arbeitet sehr fein da. Wunderbar. Da ist auch noch genug Stroh am Liegen. Na, bist du voll? Tatsächlich 100%. Da kann ich noch lange kurven, da wird nichts mehr gesammelt. Ich fahre jetzt mal hier durch. Oder nee, ja, klar. Hätte ich mir eher überlegen müssen. Nicht erst jetzt. Ich wollte ja überhaupt, na eben, wir wollen uns doch angucken, ob das jetzt klappt hier. Ob er besser da reinfährt. Also setze ich ihn hier mal her. So, gucken wir mal. Ach, jetzt fährt er, ja, hat auf der falschen Linie gestanden. Na gut, egal jetzt. Das funktioniert jedenfalls auch. Das ist schon mal gut zu sehen. Das halten wir mal fest. Das ist interessant. Das ist auch ein interessantes Foto hier vorne, das hohe Gras direkt vor der Nase. Naja, die Bäume müssen senkrecht sein. Kann ich noch ein Stückchen hoch? Naja, ein bisschen weiter runter geht schon. So werde ich es machen, das klappt eigentlich so. Ja. Okay. Gut. Weiter. Fahr mal alleine auf das Feld. Ich nehme dich dann gleich in Empfang. Ich sammle das bisschen noch runter, was da noch rumliegt, und dann schicke ich dich zur 104. Da komme ich, übernehme jetzt schon. Das dauert mir sonst zu lange, wie du hier dich anschleichst. So. Denn hier liegt noch einiges rum. Es bleibt nicht liegen. So. Eieieiei. Ah, das letzte Stück hat er wieder nicht genommen. Mann, 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 das ist. So, aber jetzt, ne? Okay, so, jetzt fahren wir davor, die anderen Sachen holen. Erstmal die in der Mitte hier.
Kriegen wir das jetzt hier? Na, sieh wieder was liegen. Also der Anhänger, also dieser Sammler, der hat einen sehr, sehr schmalen, eine sehr schmale Arbeitsbreite fürs Einsammeln. Das ist nicht so toll. Ich bin noch so gut wie da drüber lang gefahren und trotzdem. So, die Kurve da, die will ich auch haben. Ja, da ist noch was liegen geblieben, das möchte ich aber haben. So, und jetzt können wir hoffentlich noch beobachten, dass der vernünftig da reinfährt. Und dann schicke ich den zu 104, wenn er das gemacht hat. Die Zeit rennt schon wieder. So, da wollen wir mal gucken. Kein Weg gefunden, von wegen. Hallo. Was soll das? So, wie klappt das jetzt hier? Kannst du ein bisschen besser gerade ziehen? Ich hoffe es. Ich denke mal schon. Ja, er fährt jetzt gut rein. Das sieht ganz gut aus. Genau. Sehr gut. Aber du sollst abladen. Was ist das denn jetzt? Halt, 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 Freundchen. Wieso hast du nicht abgeladen? Boah, sind die bockig. Bockige Abfahrer hier. Da kann man dabei sein und trotzdem machen die einen Mist. Oder ist das jetzt voll hier? Ich glaube nicht, aber ja, es könnte schon sein. So, mal gucken. Ne, ist es noch nicht voll. Also bitteschön, warum hat er nicht abgeladen? So, jetzt schicke ich den zu 104. Wir fahren aber vorher noch mal über den Trigger. So. Und ich denke mal, Sprit brauchen wir auch noch, sehe ich gerade. Wenn wir auf Mission gehen, dann muss der Tank gefüllt sein. So. Das ist schon besser, ne? Nicht, dass er plötzlich keinen Sprit hat. So ist gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir das Stroh verkaufen können. Ich glaube, das war beim Viehhändler oder irgend sowas in der Art. Schauen wir mal nach. Wo können wir den Stroh loswerden? Stroh. Viehhandel, natürlich. Okay, viel gibt's nicht. Viel gibt's nicht. Alles besser als nichts. Viehhandel. Na gut. So. Das sind wir hier oben bei der 104 jetzt. Nee, hier ganz bestimmt nicht. Da müssen wir hin. So. 104. Und das geht diesmal zum Viehhandel. Nanu, ist der nicht drin? Ist der nicht eingefahren? Oder heißt der anders? Ach hier, Animaldealer, da ist er doch. Okay, Stroh ist richtig und ab. Wollen wir mal gucken, ob er das auch macht.
Und wir haben schon wieder die Zeit um. Ich glaub's ja nicht. Das sind schon wieder 20 Minuten. Meine lieben Zuschauer, es tut mir leid, es sind schon wieder 20 Minuten um. Aha, hier hängt einer fest auf der Rückfahrt, ganz klar. Ich habe das geahnt, dass du hier hängen bleibst. Du musst zur 73. Komm, ich warte. Ich werde mal nachhelfen hier. Das war irgendwie klar. Weil der ja doch auf der rechten Seite fährt. Ziemlich weit rechts, weil es so eingeteilt ist. Dann bleibt der hängen. Das ist einfach so. Der müsste schon längst angekommen sein auf der 73. Aber die Leitplanke hat es verhindert. Und hier, wo kein Fluss direkt an der Straße ist, braucht es eigentlich keine Leitplanke haben. Nein, 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 ich sag's ja. So, hier ist die Leitplanke zu Ende. Jetzt schicke ich dich alleine weiter. Aber ich bleib mal dabei. Ach, da kommt die nächste Leitplanke. Oh, nein! Oh, es geht. Ach, es schrappt oben lang. Gut, dass das Schneidwerk links und rechts keine Quali hat, sonst. Die Reifen schleifen auch da. Oh mein Gott. Naja. Stellenweise ist der Schneidberg oben drüber. Die Räder gehen da ganz weit dran jetzt hier. Das ist nicht so, das ist nicht gut eingefahren, muss ich also sagen, wie es ist. Es ist nicht gut eingefahren. Nicht sorgfältig. Tja, das wird noch was. Hier werde ich noch viel zu tun kriegen. Na gut, weiter switchen. So, meine lieben Zuschauer, das war's dann für heute. Die Zeit ist leider schon wieder um. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich natürlich auch schon auf eure Kommentare. Und wenn ihr mir ein Abonnement dalasst, das ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Und ein Abonnement auf YouTube ist ja auch kostenlos, also gar kein Problem. Ich sage jetzt erstmal Tschüssi für heute. Passt auf euch auf, bleibt schön gesund, habt noch einen schönen Tag. Ich sag mal bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.